Jo, hallo meine Lieben, es geht weiter. Ja, wie gehabt, Neuzugänge für das Jahr 2016. Ja, wie ihr wisst, zusammengefasst, da nicht mehr genau zuzuordnen. Wir hatten den August, wir hatten den September. Ich hoffe, ihr habt die Videos ja gesehen. Und hier kommt dann im Prinzip das Video für den Oktober. Ich habe ja ungefähr seit Hälfte des Jahres 2016 mal angefangen, mir den ein oder anderen Amiibo zu holen. Ja, also solange die mir irgendwo zusagen und der Preis noch halbwegs ansprechend ist, sind da ja ein paar wenige zumindest zusammengekommen. Ihr habt jetzt da vorhin gerade den Olimar gesehen von Pikmin. Das gerade dann eben noch der Mega Man, ne? Unverkennbar. Dann haben wir hier noch den Diddy Kong. So, dann haben wir den Bowser in der Smash Brothers Edition. Dann, ja, wie eigentlich auch zu erwarten war, ein paar Infinity-Figuren sind auch noch dabei. Nemo vom 3.0er. Eine recht cool aussehende Figur, wie ich finde, von Tron. Also die schauen eigentlich beide ziemlich cool aus. Die zweite habe ich allerdings noch nicht. Dann kamen die Playsets. Braucht man für den 3.0er, wenn man den halt fertig machen möchte. Und zwar sind das halt die DLCs, ja. Finding Dory ist der eine. Und Marvel Battlegrounds ist der andere. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gemerkt, dass es einige scheinbar wirklich nicht wissen. Deswegen nochmal. Ihr müsst die Figuren und die Packs nicht öffnen, ja. Also ihr könnt wirklich den Karton direkt auf die Base stellen. Und ja, egal wie ihr es macht, es wird erkannt und ja, ihr könnt jede Figur, jedes Pack zulassen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, dann haben wir für den 2.0er, ich muss jetzt mal die Kamera, glaube ich, ein bisschen zurückziehen, für den 2.0er das Playset Spider-Man. Ich glaube, und ich habe auch noch nicht gesehen, diese beiden Figuren gibt es nicht einzeln. Ja, sie gibt es wirklich nur in diesem Playset. Dann schiebe ich euch das andere hier gleich mal noch nach. Und zwar das für Guardians of the Galaxy. Ja, das bekommt man eh noch eigentlich überall. Recht günstig sogar. Hier natürlich dasselbe Spiel. Ihr braucht es soweit nicht öffnen, weil ihr braucht im Prinzip ja eigentlich nur die Welt, um Guardians of the Galaxy eben spielen zu können. Ja, also dieses kleine Kristallding da in der Mitte. Dann haben wir hier noch den Dr. Mario. Ja, wo ich schon gleich gar nicht mehr weiß, wo ich den hin tun soll. Dann haben wir die, wie ich finde, recht coolen Autos, ne, Hot Wheels zu Gran Turismo. Einmal den Aston Martin. Einmal den, oder nicht den, sondern die Dodge Viper. So, einmal den Jaguar. Es sind insgesamt 8 Stück. Der Lambo hier war der letzte, der mir gefehlt hatte. Ich habe ihn glücklicherweise oder vielmehr auch durch Zufall noch bei unserem Real bekommen. Konnte man sich die überteuerten eBay-Preise sparen. Ja, da kommt gleich nochmal ein Lambo, der Gallardo in dem Fall. Der, ja, meiner Meinung nach mit diesem hier, ja, dem Pagani, eigentlich en masse vorhanden ist. Also der liegt und steht überall noch aus, in jedem x-beliebigen Laden. So, dann haben wir noch den Ford, ne? Kommt hierher. Und der achte passt auch noch rein. Das ist der Skyline, der Nissan Skyline, ne? Zack, kann man auch erinnern. Wir machen weiter mit ja, Xbox 360 sowie One. Da ist nämlich bei beiden ja
eine ganze Menge passiert in den letzten Monaten. Da kam dazu, liegt unter anderem natürlich auch an den Preisen, die dann irgendwo halbwegs attraktiv geworden sind. Resident Evil Revelations 2, 360 und One. Resident Evil 6. Three Kingdoms in der seltenen China-Version. Dishonored. Freue ich mich drauf. Wasteland 2. Sagt mir ehrlich gesagt überhaupt nichts. Snoopy. Einmal für die 360. Und natürlich einmal für die One. Wenn jetzt der ein oder andere unter euch ist, ja, der meint, hey, MotoGP 15, wieso denn einmal für die One und einmal für die 360? Das ist ganz einfach. Zum einen will ich ja für die 360 ein Fullset haben, da gehören die Spiele sowieso dazu. Zum anderen, ja, sind die ganzen Spiele, also die, die ich doppelt habe, ja auch wirklich doppelt spielbar. Also das heißt, 1000 Gamerscore, 1000 Gamerscore. Beziehungsweise ist es jetzt ein blödes Beispiel bei MotoGP, weil ich glaube, da sollte wieder ein Erfolg verpackt sein, aber das ist ein anderes Thema. Normalerweise sind es 1000. Transformers. Aslan. Metro. Interessante Sache. Es gibt ja die Redux-Version. Wie heißt es schnell, der Untertitel? Ich weiß, die liegt hier auch noch irgendwo dabei, aber ich habe jetzt gerade irgendwie keinen Plan, wo sie ist. Egal. Es gibt ja die eine Version, wo beide Teile drauf sind. Das 2033 und das Last Light, ja, im Pack. Dann gibt's aber noch, warum auch immer und scheinbar nur in Deutschland, weshalb ich auch die USK-Version habe, nochmal jeden Teil einzeln. Das heißt, auf der One alleine viermal spielbar. Ich meine, das ist ein gutes Spiel. Haken an der Sache ist eher, dass es nicht so schnell geht und nicht ganz so einfach ist. Ja, aber trotz alledem, ich glaube, metrotechnisch sollte man da bedient sein. Hatte mir auch noch gefehlt, ist ein Japan-Only-Prügler, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also doch etwas, was man eher selten sieht. Neu. Dann Sunset Overdrive. Gleich mit dem Hinweis, ist nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Es ist neu. Wer es haben möchte, es ist nicht teuer. Du bist ja selber. Das geht weg. Ich brauche für die Sammlung die Day One Edition. Da ist dann hier noch so ein kleiner Day One Schriftzug drauf. Ja, Painkiller für die Xbox Classic kam dazu über meinen kleinen oder durch meinen kleinen München-Ausflug, den wir zusammen gemacht haben. Ich habe bisher die USK-Version gehabt. Ich werde sie jetzt rein sammeltechnisch vielleicht auch behalten. Aber die Uncut sollte definitiv noch dazu. Noch, da ist sie eben. Das Jackbox Party Pack. Pac-Man Ghostly Adventures der zweite. Ja, rein der Sammlung wegen. Madden. Homefront. Ich muss mal schauen. Ihr erinnert euch an die Goliath Edition. Was da genau drinnen ist. Ich hatte das Spiel davor gekauft. Je nachdem, wenn es jetzt gleich sein sollte, wird das hier weggehen. Und die Goliath Edition bleibt logischerweise. Dann haben wir das Tales from the Borderlands. Wichtig auf der One in Deutschland oder zumindest in Europa. Auf der 360 hatten sie das nicht mehr für nötig gehalten. Das heißt nur noch US. Also wer es haben möchte, muss halt auf die US zurückgreifen. Geht nicht anders. Ein Kollege von mir weiß das und der bekommt das. Deswegen habe ich sie zweimal. Ich habe es für ihn halt gleich mitbestellt. Ne? Doppelt gemoppelt hält besser. Ja, Walking Dead Edition, da gibt es noch irgendeine. Aber ich glaube, die Dinger sind bockschwer. Und auch als großer Walking Dead Fan bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das meine Welt ist. Aber lassen wir uns mal überraschen, wenn ich mal dazu kommen sollte, es zu spielen. Wir schieben den 360, Entschuldigung, den One-Turm erstmal zur Seite. Dann haben wir Mega Man. Gibt es auf der One auch bloß US. Also könnt ihr vergeblich suchen. Dann haben wir Dead or Alive Ultimate. Also der 5er. Dann haben wir Wolf Among Us.
lange Zeit nur als Arcade-Game zum Runterladen da gewesen. Jetzt gibt es es für die 360 und die One komplett. Perfekt, ich hasse es nämlich, irgendwas runterzuladen. Ja, Mad Max. Da fehlt mir auch noch die Collectors. Scream Ride. Da meine ich, dürfte mir noch die One-Version fehlen, aber die ist schlicht und einfach zu teuer. Formel 1 2015 von Facebook. Wieder mal jemand, der mir irgendwie nicht sagen konnte. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn ich das Ding in der Hand habe und mir anschaue, dann sehe ich sowas eigentlich, dass die da eingerissen ist. Stört mich. Kommt weg. Ich finde es halt wirklich scheiße. Entschuldigung, ich muss es so sagen. Wenn ich jemanden frage, wie ist der Zustand, ist es vollkommen egal, wie sehr ich auf den Zustand achte. Dann sage ich, hey, sag mir bitte, ist an dem Ding irgendwas dran? Und ich schaue mir das Ding an und sage, oh, hier, die OVP, die Verpackung, die Hülle ist aufgeraut. Egal, kann man aber wechseln. Ich schaue mal rein, Cover nicht beschädigt. Oh doch, da unten ist ein Einriss. Dann sagt der liebe Phil, nein, danke dir, lass gut sein. Bringt mir nichts. Ne? Aber verschweigen und dann habe ich den Mist wieder da. Das ist halt nicht unbedingt der richtige Weg. Ne? Sniper Elite 3, am Anfang habe ich wirklich gekotzt bei dem Spiel. Am Ende war es dann doch ganz cool. Ich habe es mit einem guten Kollegen zusammengespielt im Koop. Die Ultimate Edition ist zur US-Version, die ich damals schon gekauft hatte, dazugekommen aus einem einfachen Grund. Das Spiel hat DLCs bekommen, das seht ihr da herum. Problem an der Sache ist, dieses Save Churchill, ja, das sind drei Stück, die relativ kurz sind, die sind dabei. Aber der letzte DLC, der eigentlich im Prinzip auch recht kurz ist, aber zumindest ein paar mehr Gamerscore gibt, wie heißt der, Hunt the Grey Wolf oder irgendwie sowas, der ist nicht dabei. Was soll der Quatsch? Also ich meine, man kauft die Limited Edition, da ist schon mal nichts dabei, außer dass sie halt limited ist. Dann holt man sich die Ultimate dazu, weil man denkt, okay, wegen die DLCs, bevor ich sie runterlade, lieber nochmal als CD, anderes Cover etc. Nein, dann musst du hergehen und musst es dir auch nochmal runterladen, weil dir der letzte DLC fehlt. Also das geht heutzutage in eine Richtung, die mir absolut nicht gefällt. Ja, das ist Geldmacherei. Aber an sich gut, sind wir selber blöd eigentlich, ne, wenn wir halt das Spiel mitspielen. Ja. Ich werde mich da, glaube ich, mal in den nächsten oder in nächster Zeit ein bisschen zusammenreißen. Sebastian Loeb. Rallye, ja, nicht unbedingt so schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Wie ihr noch sehen könnt, Müller, 4:3 Aktion. Der Film hat mich die ganze Zeit schon interessiert. Ich habe halt leider nur keine Zeit, ihn anzuschauen, deswegen ist er noch zu. Ja, ich wollte eigentlich irgendwie euch noch viel mehr zeigen, aber ich komme schon fast gar nicht über die Xbox-Spiele hinaus, ne? Ducati Anniversary Edition. Ihr seht es hier, ne? Also alle, die es nicht wissen, diese tollen silbernen Etiketten hier. Das ist eine italienische Version. Es gibt dieses Spiel in CD-Version nur in Italien, nirgendwo anders. Also wenn ihr danach sucht, dürfte die Suche relativ schwierig werden, wenn ihr nicht gerade irgendeinen guten Kumpel in Italien unten sitzen habt, ne? Da haben wir die Metro Redux, wo ich vorhin angesprochen habe, mit beiden Teilen drin. Die MX ATV Supercross Encore Edition. Im Prinzip dasselbe wie auf der 360. Es fährt sich nur irgendwie ein bisschen anders, wie ich finde. Jetzt, damit wir mal ein bisschen minimalste Abwechslung reinkriegen, nehme ich mir was anderes. Die Mafia 3 Steelbooks, recht schön. Auch mit dem Code drinnen. Natürlich passend für die Xbox One, nicht für die PS4. Da habe ich mir von meinem guten Kumpel, Kollegen gleich zwei Stück geholt. Sind aus Müller, dürfte es wahrscheinlich bei euch auch geben. Dann haben wir, ich habe sie doch mit Glück noch bekommen, die Halo Controller. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie diese Limited Edition Controller, sei es jetzt für die 360, sei es für die One. Ich benutze sie ja sowieso nicht, aber es ist wahnsinnig schwer, die Dinger in einem halbwegs vernünftigen Zustand zu bekommen, weil die meistens in den Geschäften gebundelt werden oder halt einfach sonst irgendwie kaputt gehen. Ne? Das ist der zweite dann hier noch, also der graue. Sind beide echt schick. Die nächsten, die ihr auf kurz oder lang noch sehen werdet, sind die von Gears of War, ne, vom Vierer. Ja, weil es so schön ist. Warriors Orochi Ultimate, der dritte, in der PG-Version. Irgendwie will ich das jetzt nicht auf die Steelbox hier drauflegen. Die lege ich mal hier hoch.
Habe ich auch irgendwo noch die chinesische rumliegen. Dead Island, beide Teile inklusive dieses kleine Arcade-Spiel hier, ist auch dabei. Für die One. Oh, sehr, sehr cool. Eines meiner liebsten Spiele für die 360. Bioshock in der Collection oder Collector's Edition. Teil 1, 2, 3. Alle drei sind dabei. Komplett der Zweier ohne Multiplayer, ganz wichtige Sache. Der Einser inklusive, ja, im Prinzip der Rapture Edition, da sind so ein paar Challenges dabei. Die gab es auf der 360 nicht, gab es meines Wissens nach nur auf der PS3 und hatten auch nur da Trophäen. Erfolge gab es dafür nie. Hier darf man es jetzt machen. Also soll extrem schwer sein. Ich weiß nicht, ich habe es gespielt, ich fand es nicht so schwer, habe allerdings noch nicht alle fertig. Und mal schauen, was da noch so kommt. Ja, ein Game eigentlich nur geholt aufgrund eines Boostings. Der 10-Mann-Erfolg da herinnen ist doch etwas nervig. Ja, das Spiel ist absoluter Mist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und das Boosting oder der Boost hat auch nicht geklappt. Also war perfekt, wirklich. So, dann haben wir noch einen 3DS in Blau. Ja, ihr fragt euch jetzt, komisch, wie sieht denn die Verpackung aus? Ihr habt es eben da unten schon gesehen. Das ist eine japanische Konsole oder ein japanischer Handheld, ja. Ich wollte ihn haben, zum einen, weil ich die Farbe noch nicht habe. Zum anderen, mein Kollege hat ihn mir zu einem halbwegs vernünftigen Preis zukommen lassen. Und ich habe das ein oder andere JP-Spiel, was ich vielleicht mal abspielen möchte. Und wie ihr ja wisst, sagen wir jetzt mal ganz grob, 95% der Handhelds haben ja keinen Region-Lock. Ja, die sind ja kompatibel weltweit. Der 3DS ist es aber nicht. Also hast du da japanische Spiele, dann brauchst du eben auch die jeweilige Konsole. GEX 3 habe ich mir ehrlich gesagt auch nur nochmal geholt, weil es halt sealed ist, ja. Und irgendwie ja, ich finde das Cover cool. Das gefällt mir. Also jetzt haben wir es halt als US-Version nochmal. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, wir sind jetzt schon wieder über 17 Minuten drüber. Ich hoffe, ich kann die ganzen Sachen noch runterbringen, weil letztendlich bleiben eigentlich nur noch zwei Videos, der November und der Dezember. Und vor allem, ich habe noch ein paar größere Sachen, die ich jetzt hier gerade überhaupt nicht mehr hinbekomme. 2, 3 drücke ich jetzt dennoch durch und zwar Galactic Attack. Super genial, habe ich gefunden in München. Der Preis erschreckte zuerst, zumindest auch meine Mitstreiter, aber für diesen Zustand, und jeder, der Saturn-Spiele kauft und sammelt, der weiß das. Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Da ist definitiv jeder Euro korrekt investiert gewesen. Ja. Also, wenn jedes meiner Saturn-Spiele so aussehen würde, dann wäre ich happy. Wobei sie nicht viel, viel schlechter aussehen. Das müssen wir fairerweise dazu sagen. Ja, Leute, ich bin durch. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist interessant, mir ein bisschen zuzuhören und dass ich nicht zu viel Mist erzähle. Lasst mir halt wieder Kommis da. Das funktioniert ja in letzter Zeit relativ gut. Freut mich auch ehrlich gesagt. Lasst mir vielleicht ein paar Likes auch da. Ich meine, die sind nicht muss. Wenn das Video gut ist, dann macht es halt. Wenn es schlecht ist, dann macht es halt nicht oder macht, was ihr möchtet. Fakt auf jeden Fall, die Abonnenten, die kommen ja scheinbar so langsam ins Rollen. Ich möchte zumal ein paar andere YouTube-Kollegen so leicht kopieren, weil ich finde, die Sache ist an sich eine gute, nicht schlechte Idee. Und allgemein ist das auch ein kleiner Ansporn und ihr sollt oder könnt ja auch was davon haben. Ich möchte ebenfalls ein Gewinnspiel veranstalten. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wie ich es letztendlich machen soll. Also was quasi, wie soll ich sagen, was die Aufgabe quasi ist von dem Ganzen. Aber das kriegen wir schon hin. Es soll auch erst passieren bei 100 Abonnenten. Also da haben wir doch noch so, wenn ich mir jetzt nicht verguckt habe, müssen es 34 sein, die ich mehr bräuchte. Ne? Hier nochmal ein kurzer Zoom über die Sachen von heute. Ein bisschen was aus den letzten Videos, ne, was immer noch hier im Regal liegt. Und ja, ich kann mich wieder ans Aufräumen machen. Aber ich glaube, über die Feiertage habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch und euren Families frohe Weihnachten und
Ja, ich hoffe, dass das Video noch vor Weihnachten hochgeladen wird, dass das Ganze passt. Macht es gut, wir hören uns, bis bald.